Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei eurer veganen Küche des Vertrauens iVegan. Und hier kochen wir heute wieder, also wir kochen nicht, wir braten heute, wir machen nämlich heute Crabs. Lecker Crabs. Lecker Crabs, die man so auf dem Weihnachtsmarkt findet, aber die, ich glaube, zu 99% nicht vegan sind. Nee, weil da, glaube ich, meistens Ei oder sowas mit drin ist oder Milch, ja. Wahrscheinlich im Teig. Kurz zur Erklärung, was sind Crabs? Im Prinzip eigentlich Pfannkuchen, nur in viel dünner und meistens mit Nutella drauf. Und die machen wir heute aber in vegan, weil wir schlaue Füchse sind. Das ist ein Weihnachtsmarkt-Feeling. Weihnachtsmarkt-Feeling, weil wir haben ja jetzt auch übermorgen Weihnachten. Haben wir übermorgen Weihnachten? Heute ist der 22. Nee, übermorgen ist... Nein, heute ist der 22. Wenn das Video rauskommt, ist der 22. Wir sollten loslegen. Yes. Aber eine Sache vorher noch. Abonnieren, Glocke bimmeln, ein Like da lassen, kommentieren und das Video teilen. Wäre schön. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit Crabs. Also wir fangen an mit dem Fail des Tages, weil ich gehe davon aus, dass wir nicht die schönsten Crabs machen werden. Aber ist ja auch egal, Hauptsache es schmeckt nachher. Wir benötigen einen Schneebesen und wir benötigen irgendwas, wo wir mixen. Da haben wir einfach das Ding hier, wo wir mixen können. Da machen wir dann unser Mehl rein, das sind 125 Gramm. Dann haben wir als weitere trockene Zutat ein Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz mit darin. Wenn ihr jetzt herzhafte wollt, also ich würde auf den Vanillezucker nicht verzichten, aber ihr könnt auf den Esslöffel Zucker natürlich verzichten, wenn ihr wollt. Dann haben wir hier noch 250 ml Hafermilch, wie ihr vielleicht schon aus den vorherigen Videos wisst, stehen wir auf Hafermilch. Und dann haben wir noch 20 ml Sonnenblumenöl, hier könnt ihr auch Rapsöl nehmen, ich würde kein Olivenöl nehmen. Nee, das schmeckt dann, das hat einen zu argen Eigengeschmack. Obwohl, man kann es ja mal ausprobieren. Ja, man könnte das sowas für eine herzhafte Variante ausprobieren, aber wir wollen hier heute die süße Variante machen. Oh. Frühstückscrepes. Focaccia oder Bruschetta Crepes. Crepes. Also wie heißt die wirklich? Crepe. Crepe. Crepe, ja, okay. So, ja, mit deinem Akzent, das kannst du halt nicht aussprechen. Wunderbärchen. So, und das verrühren wir jetzt erstmal zu einem glatten Teig. Und dann tun wir auch schon eine Pfanne auf den Herd stellen und dann legen wir los. Und weiter geht's im Winter Wonderland hier bei iVegan, wo wir euch zauberhafte Crabs zubereiten. Wie ihr seht, haben wir schon in einer Pfanne etwas Öl. Die Pfanne haben wir auf Stufe 6 von Stufe 9 stehen. Ganz hoch würde ich nicht stellen und ganz niedrig würde ich auch nicht stellen. Also so Stufe 6 hat die Erfahrung gezeigt, ist am besten. Dann haben wir, weil wir nicht dieses fancy Holzdrehteil haben, was die Leute auf den Weihnachtsmärkten haben, einfach sowas hier. Ich habe das schon so probiert, das ging halbwegs. Jetzt habe ich das mal in Wasser gelegt, weil die machen das auf den Weihnachtsmärkten auch immer ins Wasser. Ich hoffe einfach, dass das jetzt irgendwas bringt und der Teig nicht sofort kleben bleibt. Andere Leute tun mit der Kelle verrühren. Habe ich auch ausprobiert, ist nicht so meins. Egal, weiter im Geschehen. Wir haben jetzt unsere Pfanne auf Betriebstemperatur. Würde ich meine Hand reinhalten, würde es wehtun. Ich nehme ungefähr, also mit dem Teig, mit dem Rezept, was ihr auch auf dem Foodblog findet, bekommt ihr so circa 5 Crepes mit hin. Den machen wir jetzt so ungefähr 3/4 voll. Wir wollen ja versuchen, so dünn wie möglich, also brauchen wir gar nicht so viel Teig. Schmieren das in die Mitte. Und dann nehmen wir jetzt das nasse Ding und gucken, ob was... Und dann versuchen... Ja, holla die Waldfee, sage ich dazu nur. Also es sieht nicht gut aus, ne? Und den Timer müssen wir natürlich auch stellen. Also es gibt auch im Internet überall diese Crepe-Maker-Dinger, also diese Crepe-Waffeleisen. Die kann man sich natürlich auch holen. Ich denke mal, damit kriegt man auf jeden Fall, wenn man auf Schönheit Wert legt, dann sollte man sich das holen. Aber hier, solange so schmecken wie am Weihnachtsmarkt, dann würde ich auch sagen, kann das Auge auch mal auf eine Seite zugehen. So, die lassen wir jetzt, also den lassen wir jetzt 2 Minuten braten. Wir haben jetzt versucht, den so dünn wie möglich zu machen. Problem ist halt einfach, wenn ihr zu fest drauf drückt, zieht ihr den Teig wieder auseinander. Deswegen wäre halt so dieses Drehding am besten. Haben wir jetzt nicht, deswegen müssen wir jetzt damit klarkommen. Funktioniert aber auch gar nicht mal so verkehrt.
Und das lassen wir jetzt 2 Minuten von der einen Seite braten. Dann drehen wir das um, in der Hoffnung, dass es dabei nicht kaputt geht, lassen das auch 2 Minuten braten und beschmieren das dabei auch schon mit der Beschmiererei nach Wunsch. Also entweder herzhaft oder süß. Wir haben uns jetzt hier für einen Schokoaufstrich entschieden, der Marke, wer es kennt, der kennt's. Wie man unschwer hören konnte, sind die ersten 2 Minuten rum und der Crepe ist sehr dünn. Aber mach doch den Herd kaputt. Kein Problem für mich. So, erneut 2 Minuten jetzt von der anderen Seite. Wir können in der Zeit schon bestreichen. Dazu nehmen wir uns jetzt etwas von der Schokocreme, wenn ihr wirklich den super guten klassischen Crepe haben wollt, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ganz klassisch ist der ganz mit Zimt und Zucker. Klassisch ist der mit Schokocreme, so wie und so wie ich den mag, ist der deftig mit Reibekäse. Ich rede hier aber von der klassischen Variante, die eigentlich jeder mag. Wer außer mag, ich? Ja, weil du ein komischer Mensch bist. So, den beschmier ich auch nur halb. Muss ja jetzt auch nicht so ganz. Ja, ach, wisst ihr was, komm. YOLO. So. Er ist jetzt so 3/4 beschmiert. Der Rest kommt jetzt einfach wieder hier rein. Wenn die weich ist, funktioniert es besser. Und dann warten wir jetzt die 2 Minuten ab und dann klappen wir den obligatorisch 2-mal zu und dann ist er auch schon fertig. So, die 2 Minuten sind rum. Jetzt nehmen wir die nicht beschmierte Seite und legen die auf die beschmierte Seite. Und dann kommt nämlich der, oh, Schokolade. Und dann kommt jetzt, kennt ihr den Trick? Man nimmt die Mitte und stochert kurz da rein, um quasi so ein Stechding zu machen. Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Eine Kante quasi zu machen, damit man den besser falten kann. Oh, und dann kann man den perfekt zuklappen. Und dann holt man sich einen Teller. Und dann geht's schief. Ebola. Crap. Ebola. Ebola. So, und den könnt ihr jetzt direkt essen. Ich würde euch aber vorschlagen, erst noch die anderen zu machen. Und da geht ihr jetzt genauso vor wie auch eben. Ihr nehmt euch jetzt erst wieder ein bisschen Öl und dann macht ihr das so lange, bis der Teig komplett aufgebraucht ist. Und dann habt ihr auch einen wunderbaren Crepe. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder zu einem neuen Blind Tasting. Und auch das letzte für dieses Jahr und auch das letzte für immer vorerst. Weil, wie auch schon im letzten Blind Tasting, also vorgestern gesagt, werden wir unseren Content ändern und zwar ab Februar wird es 2 Kochvideos geben und der Januar wird komplett anders, denn wir machen den Veganuary mit und wir bringen euch jeden Tag Content, um euch den Einstieg, den Umstieg einfacher zu machen. Zu erleichtern, ja. Oder euch einfach Tipps zu geben, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und seid gespannt wie ein Flitzebogen. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, am 31.12. kommt unsere neue Podcast-Folge raus. Da werden wir auf dem Veganuary auch mehr ins Detail eingehen. Und da bleibt mir jetzt eigentlich nichts zu sagen, außer ich wünsche einen guten Appetit.